Gerade hatte ich eine Mathematik-Doppelstunde und die Kinder waren in Gruppen geteilt, Gruppe A bis G. Und hier hat man so ein Kamerasymbol. Also gerade waren in jedem, zu jeder Gruppe gab es hier ein blaues Kamerasymbol. Ich habe bei allgemein begonnen, also hier eine Videokonferenz gestartet und Kursnotizbuch, Logarithmen erstmal hier eine Viertelstunde was erzählt. Das ist so der Unterricht und dann habe ich sie in die Gruppen geschickt und dann mussten die eben Aufgaben bearbeiten. Das Symbol für Schloss bedeutet, dass ich die Schüler den Gruppen zugewiesen habe und es ihnen nicht ihnen überlassen habe, wer wohin geht. Und dann gehe ich während der Stunde, gehe ich dann durch die Gruppen durch. Jetzt bin ich hier in Gruppe A und kann dann auf Teilnehmen klicken und kann mich mit den 4 Schülern darüber unterhalten, wie es ihnen geht. Und so bin ich dann diese Doppelstunde hier virtuell, also die Klasse abgelaufen. Das hat eigentlich so ganz gut funktioniert. Mal wieder zu allgemein. Also das eine Werkzeug sind diese Kursnotizbücher. Dann haben wir hier natürlich, können wir miteinander reden. Ein anderes Werkzeug sind die Dateien. Da gibt es dann so einen Zettel, was sie alles tun sollen. Und das nächste Werkzeug, das ich natürlich benutze, sind die Aufgaben. Unter Aufgaben steht dann, was müsst ihr alles tun? Also hier, genau hier, Arbeitsplan zum Logarithmus. Ah, 4 haben es schon abgegeben. Genau, Verbesserung der Kurzarbeit. Das, so und so läuft dieser Digitalunterricht. Ergänzend zu dem, das ist hier alles in Teams drin, habe ich noch eine Website mit Material. Wer die Aufgabe 6 von Seite 73 nicht versteht, kann hier draufklicken auf das Video. Das könnte man aber auch unter Dateien ablegen, solche Hilfevideos und Hilfegeschichten. Und im Anschluss von dem Video verlinke ich noch ein paar Videos, wie man das denn macht, also wie man solche Kanäle anlegt, wenn man auch Lust hat, sowas zu machen, dass wir ein bisschen wegkommen von dem rein frontalen, nur der Lehrer redet, Schüler hören zu.